Zur Besichtigung der Baustelle auf dem Schlossplatz in Schwetzing lud die Stadt Spitze am 30. April ein. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Bürgermeister Dirk Elkemann und Stadtbaumeister Matthias Welle informierten die interessierten Bürgerinnen und Bürger über die Baumaßnahmen sowie das künftige Aussehen des historischen Platzes. Mit der Reduzierung des Baumbestandes sowie der Einrichtung eines verkehrsberuhigten Mischbereichs, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, geht man mit dem umgestalteten Schlossplatz neue Wege. Gelb-beige auf dem ganzen Platz, im Gastrobereich mit diesem berühmten Kleinpflaster, was man oft in Altstädten hat. Gesägt und gestockt, das heißt eine sehr teure Variante, die aber sehr glatt ist. Etwas weiter, wenn Sie jetzt da vorne sehen, da ist schon der Blindenleitstreifen ausgebildet, da hinten die dunkle Fläche. Da ist der Bordstein etwas stärker ausgeprägt, sodass jemand, der mit dem Stock unterwegs ist, darauf angewiesen ist, merkt, aha, hier beginnt die Fahrbahn, hier muss ich jetzt vorsichtig.